Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Aquarium Designer. Es geht wieder weiter. Wir designen heute wieder Aquarium. Wir spielen natürlich die Story weiter. Wir gucken jetzt erstmal unsere ganzen E-Mails durch. Wir haben einmal Aquarium irgendwas. Das können wir schon mal wegtun. Onkel irgendwas. Nochmal vielen Dank, dass er das Aquarium perfekt sieht. Ne? Bin das erste. Perfekt, können wir auch abschließen. Und dann haben wir jetzt hier zwei Jobs einmal. Weil ich weiß bloß nicht mehr welches. Ich brauche einen Aquarium Designer. Mein Name ist, meine Freundin hat ihre Firma empfohlen, lange kurzes Sinn. Meine Freundin mich, dass ich ein Schlafzimmer habe, weil sie möchte, dass der Schrank gegenüber vom Bett steht. Sie behauptet, dass es beim Einschlafen besser. Wichtiger Hinweis, ich möchte nicht, dass es zu groß ist, da ich etwas Platz auf dem Schrank braucht, bla bla. Ne, ihr wollt eigentlich das mit dem Saubermachen machen, ne? Das war das, oder? Das war genau, das war das. Okay, let's go. Nehmen wir das einmal an. Warum ist der Rahmen jetzt hier? Rahmennudeln? Egal. Freunde, Ankündigung. Heute ist Mittwoch. Huch. Da sind ein paar tote Fische drin. Irgendwas ist da gerade richtig, richtig schlimm. Einstellungen. Mal Fenster. Ah, jetzt hat. Gut. Ganz kurz, bevor wir jetzt hier anfangen, Ankündigung, Freunde. Jetzt direkt zum Start der Folge gibt es eine fette Ankündigung. Und zwar, heute ist Mittwoch und am Sonntag startet das Aquarium-Projekt in Real Life. Also unser echtes Aquarium, was ich Anfang von meinem Umzug in die neue Wohnung angekündigt habe. Wo ich gesagt habe, ja, wir machen ein Aquarium zusammen. Es startet am Sonntag um 16 Uhr. 15 auf YouTube startet die erste Folge Aquarium. Das Aquarium heißt das Ganze. Und ich kann euch auch gleich was sagen, eine Woche später, also nächsten Sonntag, kommt die zweite Folge direkt. Ja, das kann ich euch jetzt schon versprechen und ankündigen und sagen. Und ja, viel Spaß. Jetzt erstmal bei dem und bis Sonntag noch und am Sonntag dann richtig. Übrigens heute Livestream. Ich gehe davon aus, dass wir Schiff-Goliath spielen heute. Aber safe ist da mal noch gar nichts. So, jetzt schauen wir mal. Primärziel, Becken reinigen. Schleier, Schwanzfisch. Zirkel, Wasser. Wasser, Kelche, beliebige Felsen. Wir müssen erstmal hier alles raustun, glaube ich. Tote Pflanzenfische entfernen. Jetzt müssen wir das ganze Ding reinigen. Wahrscheinlich ist der Filter auch gefreckt. Ach, hier ist das Reinigungswerkzeug. Reinigen wir mal. Reinigen wir mal die Fensterscheiben hier. Perfekt. Guti. Dann müssen wir auf jeden Fall brauchen wir die Temperatur noch. Da brauchen wir aber dann auf jeden Fall auch erstmal eine Heizung und so weiter wieder. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Technik.
Wie viel waren's? Ja, perfekt. Und einen neuen Filter bekommen sie auch direkt rein. Das brauchen wir ja auch noch. Einfach der schon mal drin war, ne? Einfach, dass das alles läuft. Gut, dann Schleierschwanzfisch. Kommt eine rein. Beliebige Pflanzen, Wasser, Kelche, beliebige Felsen, beliebige Abdeckung. Also gut, Wasserkelche, das müssten Pflanzen sein. Na, na, Wasser. Hä? Wasserkelche, Digga. Schleierschwanz, das ist auf jeden Fall schon mal das. Oh, Schwertträger sind so geile Fische. Boah, wie geil der aussieht. Wasserkelche. Wassertrompete. Ah, hier. Wasserkelche. Waren zwei. Jetzt habe ich es weggedrückt. Shit. Zwei schöne große Wasserkelche. Zwei Felsen. Kriegen machen wir auch direkt rein, natürlich. Irgendwas, was da reinpasst. Oder so Schieferplatten. Finde ich persönlich sehr cool. Eins. Und zwei. Die beliebige Abdecke vorher, aber noch den Fisch natürlich. Ja, da kommt natürlich nur einer rein. Also der hier. Und zwar finde ich die Farbe hier am coolsten. Einer nur. Und noch eine beliebige Abdeckung. Ja gut, da haben wir nur die. Und dann ist dieses ganze Aquarium schon mal erledigt. Ja, war schon mal solider Auftrag. Öffnen wir mal. Wir haben. Oh, schön neues Glas haben wir freigeschaltet. Wir haben Lehm, wir haben rotes. Ein paar coole neue Sachen freigeschaltet. Perfekt. Zurück zum Biro. Und währenddessen haben wir schon mal 100 Millionen neue Aufträge. Das können wir als gelesen markieren. Sehr geehrter Herr Frau, bla, perfekt, dann lassen wir das auch direkt. Ja, was machen wir denn als nächstes? Wir haben, was haben wir hier? Bei meiner Tochter Geburtstag, das klingt ungewöhnlich oder bla, Aquarium aufträgen möchte die Sache, die. Warum muss man so viel lesen, Alter? Nur dunkle Elemente. Das ist was, das könnte man machen. Luxuriös. Sekundäre Ziele gibt es keine. Granitfelsen, Kongo-Pflanzen, Dick, Falterfisch. Falterfisch ist eigentlich. Rita Ferretschko. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal den hier, weil den hat man, der ist nach Reihenfolge. Also, das nicht, darf nicht zu groß sein, hat es geheißen, habe ich gerade gesehen. Und da müssen wir mal schauen. Perfekt, hier ist ja schon unser Glas. Wunderschön. So. Primärziel: 30 Gegenstände.
Granitfelsen. Oh geil, er hat drei Schwerträgerfische. Gut, dann let's go der Hase. Wir kümmern uns erstmal um die Technik. Würde ich mal behaupten. Erstmal die Technik, Freunde. Füll da. Ein schön. Na, der ist riesig, viel zu groß. Einmal ein Filter und auch gleich die Heizung, das ist ja meine Favorite Heizung hier. Dann schauen wir mal ganz kurz, was wollen die jetzt? Griechpflanze, Algengras, Schwertträger. Was die für Temperatur brauchen. ...25 für 15. Griechen, die Ludwig. 25 Stück. Was war das andere für ein Ding? Algengras. Auch 25 Grad. Jetzt schauen wir kurz noch bei die Fische rein. Schwertträger. 25. Und der andere Fisch war gebundete Blauauge. Gebundeter. Gebundeter Blauauge. Gebundetes Blauauge. Das da. Alter. Auch 25. Ja, dann ballern wir mal die Heizung auf 25 hoch. Perfekt. Und jetzt kümmern wir uns als erstes mal um den Granitfelsen. 06. Granitfelsen. Quarz, da sind die Granitfelsen, das ist der 06er Granitfelsen. Machen wir auf jeden Fall ein bisschen, wobei den können wir relativ groß auch hier hinten reinsetzen. Dann brauchen wir das Algengraspflanzenzeug. Nehme ich einmal den hier, da haben wir 25 Stück. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Der 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hinten ein bisschen dichter und vorne nicht ganz so brachial. Und das Algengras haben wir noch 2. Da können wir schauen, dass wir die irgendwie da hinten noch hinkriegen. Na, hier eine Scheiße. Das sieht doch nice aus. Und dann haben wir natürlich noch den gebundenen Fisch und die drei Schwertträger.
Wo ist der gebundene Kollege? Da. Davon einen. Und drei Schwerträger. Noch einen schwarzen. Einen roten. Und einen so einen bunten. Und dann war es das eigentlich auch schon. Mehr wollen die ja gar nicht. Schick mal ab und dann ist das auch erledigt. Öffnen wir gleich mal die Box. Oh, nices Zeug. Sehr geiles Zeug. Gehen wir wieder zurück zum Büro. Dann würde ich fast sagen, dann war es das erstmal mit der heutigen Folge. Das können wir wieder als gelesen markieren und den können wir auch einmal bestätigen. Und dann können wir uns fürs nächste Mal irgendwas aussuchen noch. Dann werden wir einfach wahrscheinlich erstmal die alten abarbeiten nach und nach und dann einen nach dem anderen weghauen. Gut, wenn es euch gefallen hat, like und abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Peace out.